die Fremdhundebegegnung. Eines der wichtigsten und spannendsten Themen überhaupt im Hundetraining. Ja, weil damit so gefühlt fast jeder ein Problem mit hat, gehen wir in diesem Video mal darauf ein, welche Ursachen das überhaupt hat, warum Hunde an der Leine aggressiv werden und was du vermeiden kannst, damit du einen leinenaggressiven Hund bekommst. Danach gehen wir dann noch darauf ein, was du besser machen kannst. Ich bin Matteo Lüderitz, Hundetrainer. Fangen wir mal mit den Ursachen an, warum ein Hund an der Leine aggressiv wird. Und da gibt es genau 7 Punkte, auf die du achten solltest. Punkt Nummer 1, die Welpenschule. Da geht das Ganze doch schon los, wenn ich meinen Hund in die Welpenstunde packe. Was soll er denn da bitte schön lernen? Er lernt entweder, andere Hunde bedeuten Party, das heißt Stress. Der Stress und der Frust, wenn er nicht hin darf, muss dann irgendwo hin. Deswegen springt er später in die Leine. Oder er wird dort gemobbt und verknüpft. Andere Hunde sind gleich blöd. Daher möchte ich andere Hunde auf Abstand halten und springe deshalb in die Leine. Von daher tu dir einen Gefallen. Bring deinen Hund nicht in so eine typische Welpenschule. Deshalb überleg dir vorher genau, was überhaupt dein Ziel ist. Was willst du in so einer Welpenschule erreichen? Das macht überhaupt keinen Sinn, einen Welpen mit ganz vielen anderen Welpen, die auch noch nicht sozialisiert sind, überhaupt spielen zu lassen. Das macht nur dann Sinn, wenn da natürlich viele Althunde sind, die richtig schön ruhig sind. Punkt Nummer 2, er hat das Ganze einfach gelernt durch massenhafte Wiederholungen. Immer wenn er einen anderen Hund gesehen hat, ist er in die Leine gesprungen und das Ganze hat sich natürlich schön verknüpft im Gehirn. Von daher verbindet er jetzt anderer Hund, Aufregung, in die Leine springen. Punkt Nummer 3, fehlende Führung, keine Regeln und Grenzen, fehlende Strukturen. Wenn du nicht mal strukturiert von A nach B mit deinem Hund laufen kannst oder ihn ja ständig Hallo sagen lässt, wenn du einen anderen Hund siehst und dich vielleicht sogar noch hinziehen lässt zu dem anderen Hund, jo, da hast du natürlich auch ein Problem, weil dann nimmt dein Hund dich überhaupt nicht so richtig für voll. Ja, er muss sich um die ganzen Sachen selber kümmern, muss das Ganze selber regeln, sieht sich in der Aufgabe und ja, das kommt dabei natürlich dann rum. Punkt Nummer 4, schlechte Erfahrungen mit anderen Hunden. Also jetzt nicht nur im Welpenalter, sondern im Junghundalter oder wenn er erwachsen ist. Ja, wenn er einfach mal ordentlich eine auf die Mütze von anderen Hunden bekommen hat und damit verknüpft hat, oh, andere Hunde sind gleich schlecht, andere Hunde sind böse. Punkt Nummer 5, Schmerzen, Stress und Unruhe. Wenn du einen Hund hast, der zum Beispiel Schmerzen im Bewegungsapparat hat oder einfach krank ist, sich nicht so richtig fühlt, dann ist es natürlich auch klar, dass er dann so ein bisschen ja, gereizter ist und möchte einfach so andere Hunde auf Abstand halten. Und was man natürlich auch auf dem Schirm haben muss, ist wiederum der Stress. Wenn ich einen generell gestressten Hund habe, dann neigt er natürlich eher dazu auszuticken, ja, weil ihm dann alles zu viel wird. Der 6. Punkt, viel zu viele Hunde auf viel zu engem Raum. Selbst in den kleinsten Dörfern hat heutzutage, ja, gefühlt jeder Zweite hat einen Hund. Und das ist natürlich auch logisch, dass es dann natürlich zu immer mehr Problemen und Reibereien kommt. Punkt Nummer 7. Fehlende Sozialisation. Hunde, die weder positive noch negative Erfahrungen mit anderen Hunden gemacht haben, also gar keine, die mit anderen Hunden überhaupt nichts anfangen können, total unsicher sind, gar nicht wissen, wie sie mit denen interagieren sollen. Und da sind natürlich auch Probleme vorprogrammiert. Das sind so die häufigsten Ursachen, warum das mit der Fremdhundebegegnung nicht so gut klappt. Und da muss man jetzt auch beachten, dass es meistens nicht nur diese eine Ursache gibt, sondern dass es immer ein Zusammenspiel zwischen verschiedenen Ursachen ist. Aber was kann man denn jetzt besser machen? Ganz wichtig, geh nicht blind in den Konflikt und versuch da jetzt irgendwas zu trainieren. Auch was so Hundeschulen oftmals mit Begegnungstraining machen, alles komplett sinnlos. Du brauchst da jetzt nicht anfangen, deinen Hund irgendwie zu korrigieren, zu klickern oder irgendwas. Das bringt nichts, das ist totaler Schwachsinn. Du musst erstmal an ganz anderen Stellschrauben drehen, denn die Ursachen, haben wir ja gerade geklärt, liegen ganz woanders und nicht da in dem Moment, wo der Hund an der Leine zieht. Da sehe ich alles zu spät. Wenn er das schon macht, dann brauche ich gar nichts mehr machen. Der nächste Punkt ist Akzeptanz. Lerne zu akzeptieren, dass dein Hund dieses Verhalten nun einmal zeigt. Es ist ja nun einmal so weit gekommen. Es ist so. Und freunde dich auch mit dem Gedanken an, dass du dieses Problem nicht innerhalb von 2 Wochen lösen kannst.
Als nächsten Punkt solltest du schauen, was klappt bei dir zu Hause alles nicht. So diese Basissachen, die Kommunikation. Ist dein Hund nervös? Verstehst du ihn? Versteht er dich? Wie sieht das Ganze aus mit Besuch? Ist da viel Aufregung drin? Ist er im Garten aufgeregt? Wie gut kannst du ihn kontrollieren und lenken? Wie gut sieht die Ruhezone aus, dass du auch Entscheidungen treffen kannst? Wie sieht es mit der Leinenführigkeit aus? All diese Dinge spielen da natürlich mit rein. Und du musst natürlich eine gewisse Führungsmentalität an den Tag legen. Die beste Methode oder Taktik bringt dir nichts, wenn es immer noch irgendwo Probleme in der Mensch-Hund-Beziehung gibt. Und um das Problem zu lösen, braucht man natürlich auch erstmal einen Blick dafür. Du musst das erstmal sehen, wo ist meine Ursache, wo kommen die Probleme her. Dann braucht es natürlich Zeit, Geduld und Disziplin, Beharrlichkeit, dranbleiben, dass das Ganze zu deinem Alltag wird. Du musst das leben. Es bringt dir jetzt nichts, wenn du irgendwo beim Hundetrainer ein, zwei Einzelstunden und irgendwelche Übungen da machst. Bringt dir nichts. Du musst das Ganze leben. Du musst dich verändern, damit sich deine Mensch-Hund-Beziehung verändern kann und du wirklich das Problem an der Wurzel anpacken kannst, damit dein Hund irgendwann, ja, viel entspannter an anderen Hunden vorbeigehen kann. Und wenn du da jetzt Hilfe brauchst, um zu schauen, wo liegt überhaupt mein Problem in der Mensch-Hund-Beziehung oder du hast vielleicht das Problem erkannt, weißt aber noch nicht so richtig, ja, wie kann ich das abstellen, wie kann ich an meiner Mensch-Hund-Beziehung arbeiten, dann melde dich bei mir www.hundecoaching-zorax.de, bewirb dich dort für ein kostenloses Beratungsgespräch. Und dann schauen wir mal, ob wir zusammenarbeiten und ob ich dir helfen kann. So, das war's dann von mir. Macht's gut, auf Wiedersehen.